Das hier ist der zweite Teil unseres Ancestry-DNA-Tests. Wer den ersten Teil noch nicht kennt, findet den irgendwo da oben verlinkt und da unten auch. Und für alle anderen, dranbleiben für unsere Ergebnisse. Hallöchen, meine lieben Freunde. Für euch ist nicht allzu viel Zeit vergangen, für uns schon. Wir haben unseren Test ja eingeschickt und sehnsüchtig auf die Ergebnisse gewartet. Die sind jetzt endlich da. Wie lange das gedauert hat, was wir eigentlich sind, ob wir Menschen oder Ex-Menschen sind und wo wir herkommen, das finden wir heute alles raus und teilen euch dann noch so unsere Gedanken zu dem ganzen Testpaket zu mit. Ja. Los geht's. Wir hatten das Ganze am 30.11.2018 aktiviert und auch weggeschickt. Genau, zusammen in den Briefkasten. Genau, in den gleichen Briefkasten gleichzeitig. Und da kam dann schon das erste Witzige. Ich dachte eigentlich, unsere Tests würden auch gleichzeitig irgendwie bearbeitet werden. Aber meiner ist angekommen am 29.12., also fast einen Monat hat es gedauert. Und meiner am 18.12., also vor Weihnachten noch. Ja, also im Grunde waren irgendwie, obwohl es zum gleichen Platz kommt, 2 Wochen dazwischen. Der flog nach Irland, der ganze Test. Und wurde dann bei mir bearbeitet bis zum 10.01. Und bei mir am, was? Ach so, die Ergebnisse haben wir dann am 10.01. und ich am 30.12. schon bekommen. Also auch da dann wieder knapp 2 Wochen Unterschied. Ja. Anderthalb. Ja. Ja, und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, wie unsere Ergebnisse so aussehen. Ja, ich auch. Ihr seht dann gleich so einen Screenshot an der Seite. Und wir schauen hier einfach mal zusammen drauf. Mhm. Also bei mir, ich habe jetzt die andere Seite geöffnet. Ich tippe auf DNA, Ancestry, DNA. Und schon ploppt ein kleines Fenster auf. Da mache ich mal euch einen Screenshot von. Und das ist ein grober Überblick, der erst kommt. Da tippen wir dann auf Discover Your DNA Story. Ich finde den groben schon interessant. Ne? Also bei mir sind 59%, was heißt Germanic Europäer, Deutsch-Europäer. Deutsch-Europäer, ist das richtig übersetzt? Keine wir Ahnung. Tippen einfach mal drauf. Wenn es falsch ist, dann korrigiert uns gerne, aber wir übersetzen jetzt einfach mal Freischnauze. Und 23% osteuropäisch-russisch, wusste ich nicht. Okay. Und ein Other, was heißt ein Other? Kann man draufklicken? Dann tippst du auf die, genau, auf den Link und dann öffnet er es dir nämlich nochmal schön ausgebreitet. Eigentlich, eröffnet er es dir schön ausgebreitet. Und hier ist jetzt das Interessante, der ploppt da nochmal untereinander die ganzen Punkte auf, nicht mehr in so einem Tortendiagramm, sondern als Liste und er sagt dann unten zum Beispiel andere überprüfte Regionen anzeigen. Also sprich, ich habe hier so einen Mix aus 350 Regionen, aber anscheinend ist der Prozentsatz so gering, dass er egal ist. Möchtest du weitermachen? Du hast ja eben schon angefangen mit deinen Regionen. Ja, ich bin 59% Deutsch. Du bist Deutschland zu 59%. Ich bin Deutschland zu 59%. Ich bin auch zu 23% Osteuropa und Russland. Das war das, was wir gerade schon hatten. Darunter Tschechische Republik. Slowenien, Slowakei. Wie nennt man es da? Ist das ein Unterschied? Bildungslücke. Das ist ein Unterschied, aber ich weiß nicht. Dann sagen wir einfach die Slowakei. Slowakia. Polen und Litauen. Und 18% England, Wales und Nordwesteuropa. Ich habe ein paar mehr, tatsächlich. Okay. Ich habe 68% Deutschland. Ja, ich bin noch ein bisschen deutscher als du, deswegen bin ich auch so blass. Dann ist bei mir 15% England, Wales und Nordwesteuropa. Mhm. So weniger als bei dir. Mhm. Dann habe ich 11% Schweden. Ja, wenn ich jetzt grau werde, ne? Alter Schwede. Zu 5% Osteuropa und Russland und 1% europäisch-jüdisch. Okay. Jüdisch ist doch eine Religion. Das ist richtig. Woher wollen die wissen? Also. Pass mal auf, wir fragen jetzt das Internet, was europäisch-jüdisch ist. Weil ich denke mal, so eine Religion kannst du ja nicht in der DNA festlegen. Oh, guck mal, das hier finde ich spannend, ne? Da ist so ein bisschen Amerika mit dabei. Tatsache, da ist noch eine Karte. Das finde ich cool. Die kriegt ihr natürlich auch zu sehen. Ja. Warum schreit es eigentlich jetzt mal? Ihr seht das eh in der Post-Production. Warum schreit es eigentlich so?
weil ich hoffe, dass man mich schön klar und deutlich hört. Mich nicht. Weil den muss ich dann Untertitel draufpacken. Toll. Auch so ein schönes Video. Zwei Leute sitzen nebeneinander, gucken aufs Handy. Das ist ein bisschen wie Disco heute. Ja, das ist bei Pazifische Inseln. Nee. Also so richtig einleuchtend tut das jetzt hier bei mir nicht. Mhm. Weil die haben mir hier angezeigt, dass Germans in the Midwest, da habe ich mögliche Verbindungen. Ja, ich tippe es auch hier drauf. Steht aber überall keine Verbindung. Also ich kann hier unten mir Matches anzeigen lassen. Das ist ja bei Tinder. Ja. Da wäre jetzt schon so direkt so ein Kritikpunkt, den ich hätte. Ich finde es nicht übersichtlich. Ja, so überhaupt nicht. Mir ist jetzt gar nicht klar, wo muss ich drauf tippen, um eine gescheite Info zu bekommen. Das hätte man bestimmt irgendwie schöner lösen können. Ich mache mir mal die Karte runter. Jetzt wird mir hier auch Amerika angezeigt. Und wenn ich auf Amerika... Ja. So, dann ist hier die Deutschen in Deutschland und in Amerika. Und das ist dann wahrscheinlich, was es bedeuten soll, Germans in the Midwest. Ja, liebe Leute von Ancestry, da kann man nochmal dran werkeln. Also ich... Ich sehe mich jetzt auch nicht so als Computer-Noob, aber irgendwie diese Bedienung leuchtet mir jetzt gerade nicht ein. Das wäre noch relativ interessant, oder interessant. Man kann hier auf die DNA-Matches gehen. Ich habe hier 61 Cousins vierten Grades oder näher. Die tippe ich mir mal an. Also ich habe hier diverse Verwandte anscheinend, die mir aber alle nichts sagen. Teilweise sind das hier auch... Oh, man kann sogar den Grad. Ich habe einen dritten Grad Cousin. Hier, F.S. Ja, bei mir ist sogar der Name ausgeschrieben. Egal. Was ich jetzt nicht ganz verstehe, sind da 136 CM shared. Was das auch jetzt immer heißt. Ob das jetzt... 136 Centimorgans shared. Okay. Das sind also Teile der DNA. Ach so. Die ähnlich sind, über 6 Segmente hinweg. In meinem Fall mit dem Karl... 136 Stück und daraus schließen sie, dass eine sehr, sehr hohe Chance besteht, dass wir verwandt sind. So im dritten Grad. Ah, okay. Ich habe 91. Was sind Centimorgans? Das könnte man mal schnell nachgucken. Das Centimorgan ist eine Hilfsmaßeinheit der Genetik, die die Frequenz bzw. Wahrscheinlichkeit einer Rekombination in Prozent angibt, sagt Wikipedia. Okay... Jetzt hätte ich halt auch die Möglichkeit, mich direkt vergleichen zu lassen und dem Karl eine Nachricht zu schreiben. Das sind alles Optionen, die kann man auch ausschalten, wenn man das nicht möchte. Also man kann auch seinen Stammbaum zumachen, dass da nicht jeder drauf guckt. Das kann sich halt jeder überlegen, ob er angeschrieben werden möchte von möglichen Verwandten oder halt nicht. Mhm. Das war mir auch ganz wichtig, in dem Gespräch mit den Leuten von Ancestry das herauszufinden, weil, weiß nicht, wenn automatisch alles offen wäre, ich fände das halt nicht gut. Ich finde, da sollte jeder die Option haben, sagen zu können, was er will, was er nicht will. Das stimmt. So, Locations, da müsste ich dann mich direkt vergleichen. Ich finde das auch doof, dass wir sind ja hier auf einer deutschen Seite, ne? www.ancestry.de. Manchmal ist es auf Deutsch, manchmal ist es auf Englisch. Da finde ich, kann man schon was dran machen. Und vielleicht ein bisschen mehr Erklärungen. Das ist richtig. Das, weil ich denke mir jetzt gerade, wir haben es ja netterweise kostenlos zugeschickt bekommen, aber wenn ich jetzt, ich weiß nicht, was es wirklich kostet, 69 Euro. Wenn ich jetzt 70 Euro dafür ausgegeben hätte, hätte ich mich vielleicht ein bisschen geärgert dafür, dass ich nicht wirklich jetzt weiß, was mir das jetzt alles sagen soll. Genau. Ne? Also bin ich ganz ehrlich. Also da wird bestimmt auch eine Hilfesektion bei sein, aber ich finde, man sollte so eine Seite schon so gestalten, dass man die Hilfe gar nicht braucht. Ja. Und dass wirklich alles klar ist. Genauso wie sowas, so ein kleines Sternchen, was ist Centimorgan? Einfach drauf tippen und dann sagt es einem das direkt. Ja, und ich habe jetzt mal mich vergleichen lassen mit dem Karl. Und das ist eigentlich total unspektakulär, wenn ich ehrlich bin. Der vergleicht nämlich einfach nur meinen Abstammungsmix mit seinem und... Was ja eigentlich nichts darüber aussagt, oder? Ich sehe auch keine Ähnlichkeit. Die Werte sind komplett unterschiedlich. Da ist kein einziger Wert, der gleich ist. Das stimmt. Komisch. Finde ich auch hier gar nicht. Also genau. Ich bin zum Beispiel 59% Deutsch-Europäer und F.S. 12% und England-Wales bin ich
18% und er 72%. Also der lebt wahrscheinlich in England, Wales und hat Connections nach Deutschland. Und bei mir ist es eben halt ganz andersrum. Osteuropäisch ist er gar nicht, dafür aber Irland, Schottland, Schweden, Finnland. Cousin dritten Grades. Also ich glaube es bei mir auch nicht. Mir sagt auch der Nachname, also bei mir wurde der Nachname angezeigt. Mir sagte der überhaupt nichts. Ja. Es sind viele englischsprachige Nachnamen dabei. Klar, ist ja auch die Weltsprache, aber... Und man muss sagen, dass die Firma ja eigentlich auch auf amerikanischen, englischen Raum angefangen hat. Die ist ja erst seit neuestem auch auf dem deutschen Markt. Da wird sich wahrscheinlich in den nächsten Monaten noch ein bisschen was tun. Oh, Posner. Vielleicht ist das eine Cousine oder so von Mike Posner. Gut, dann würde ich jetzt direkt mein Fazit ziehen oder wir ziehen unser Fazit zu dem Test. Die Zeit mit 4 bis 6 Wochen, wir haben gerade nochmal nachgerechnet, es ist doch eigentlich ganz akkurat. Ich hatte es. Also für mich fühlte es sich einfach viel, viel länger an. Für mich gar nicht. Ich hätte gesagt, so ja, weiß ich, irgendwie hat das jetzt 2 Monate mindestens gedauert, aber nee, es waren, bei dir waren es. 1 Monat genau. 4, bei mir waren es 5 Wochen. Da kann man jetzt eigentlich nicht meckern dafür, dass es jetzt auch noch zwischen den Feiertagen war. Mhm. Gut, das Ergebnis, das kann man jetzt schlecht bewerten, finde ich. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das jetzt gut oder schlecht findet oder wie viel Informationen man da jetzt wirklich bekommen hat oder eben halt nicht oder sich erwünscht hätte oder so. Ja. Also wie genau die Infos jetzt sind, das kann man jetzt halt schlecht entscheiden, so als Laie. Bei mir die Ausrichtung mit Richtung Schweden finde ich ganz interessant. Da würde ich mal doch familienintern mal nachfragen, ob das stimmen kann. Oder wie weit das, weiß nicht, eine Abweichung im gemessen ist. Ich hätte mir gewünscht, dass man viel mehr Details kriegt und auch einfacher sie abrufen kann. Ja, und die Website hätte man ein bisschen anfängerfreundlicher gestalten können, finde ich. Die war sehr wissenschaftlich, könnte man sagen. Also sie war überladen mit irgendwelchen Zahlen und Fachbegriffen. Das war es eigentlich. Ja. Und mit meinem Ergebnis bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ich weiß ja, dass ich so Richtung Osteuropa daherkomme oder auch von hier. War mir klar, aber ich habe auch eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich jetzt irgendwie Ostafrika oder was weiß ich, Amerika oder Mexiko oder so, Spanien irgendwo herkomme. Also die Richtung hat gestimmt, ich bin zufrieden, dass mich meine Eltern nicht angelogen haben. Was sagst du zu dem Preis? Würdest du so viel für so einen Test bezahlen? Ich würde es jetzt, glaube ich, nicht weiterempfehlen. Irgendwie das Ergebnis, nicht wegen dem Ergebnis, sondern wie das aufgebaut ist. Es war so, ja, okay, ja, Deutsch, okay, aber weiß ich nicht. Ja, also ich würde da vielleicht sogar auf einen Konkurrenten zurückgreifen, weil man guckt sich ja doch schon mal die YouTube-Videos an. Da finde ich das schöner aufgebaut, im Video gezeigt. Also die habe ich mir jetzt nicht so im Detail angeschaut, die Konkurrenten. War ja auch ein Tipp von dir, das mal zu machen. Ja, ich muss aber auch sagen, nochmal an Ancestry, wir sind super dankbar, dass wir es ausprobieren durften, aber ich möchte ja auch immer grundsätzlich meine ehrliche Meinung bei allen Sachen, die ich teste und mache, sagen. Und ich muss auch sagen, hätte ich das jetzt bezahlt, 50 bis 60 oder 70 Euro, ich habe die Zahl nicht im Kopf, ich blende es euch ein, ich hätte jetzt auch so gedacht, so wow, dafür habe ich jetzt das Geld ausgegeben. Klar, da steckt ganz schön viel Technik hinter und alles. Ich möchte auch gar nicht irgendwie jetzt behaupten, dass das billiger vielleicht geht. Vielleicht ist das schon ein guter Preis für den Aufwand. Also Konkurrenz ist teurer, meine ich. Und wie gesagt, Porto ist mit drin ins Ausland. Das ist auch, eigentlich kann man da nichts sagen. Ja, und es war auch wertig verarbeitet. Das sah schön aus. Es war gut umgesetzt in den Vorbereitung, die wir machen mussten. Also war auch eigentlich recht gut beschrieben, wie es zu machen ist. Genau. Nach ein paar Anläufen. Ja, wir wollen ja nicht nur meckern, man muss ja auch das Positive sagen. Und das war schon schön gemacht. Also der erste Eindruck, der war definitiv positiv. Mhm. Ja. Ja, gut. Wenn man an der Website jetzt noch ein bisschen schraubt, gerade mit diesem Deutsch-Englisch-Mix, der doch ein bisschen stümperhaft, wäre jetzt ein böses Wort dafür, aber
Es mindert halt so diesen Qualitätswert. So, man guckt so drauf und denkt sich, okay, da ist es Deutsch, da ist es Englisch, das ist so halbherzig halt. Mhm. Und ich denke, wenn man das hinkriegt und die ganze Aufmachung vielleicht noch ein bisschen runterkriegt, den Benutzer durch das System führt, dann kommen wir vielleicht nochmal dahin, dass man sagen könnte, ja, kann man ausprobieren. Aber zum Stand, so wie ich das Paket jetzt gehabt habe, würde ich mich auch schwer tun, es jemandem wärmstens ans Herz zu legen. Es sei denn, wenn man jetzt wirklich einen Bekannten im Freundeskreis oder was hat, der wirklich nicht genau weiß, er weiß, dass er ausländisch ist, aber nicht genau, wie viel woher kommt. Es gibt ja auch Leute, die ihre Eltern nicht kennen oder so. Da würde ich auf jeden Fall sagen, mach das, weil dafür ist es ja günstig und dann kann man ja schon was draus ziehen. Ne? Also wenn ich jetzt dunkelhäutig wäre und wüsste nicht warum, dann wäre es vielleicht was anderes. Wir wissen ja, wo wir herkommen, muss ich mal, ne? So. Vielleicht sind wir aber die falsche Zielgruppe. Ja, das kann sein, weil wir ja eigentlich, zumindest hoffen wir, dass uns immer so das Richtige erzählt wurde, ne? Selbst wenn man Oma, Opa fragt, die bringen auch manchmal was durcheinander oder so, aber meistens ist es ja, die kommen daher, und... Ja, also ich denke, so das Szenario, man ist zum Beispiel ein Adoptivkind und weiß gar nicht, wer die leiblichen Eltern sind. Ich glaube, dafür ist das eine Goldgrube. Ja. Oder wenn man wirklich so eine Familie hat, wo der Vater daher kommt, die Mutter daher, der Onkel, der Opa, was weiß ich was, da wäre es auch spannend, ne? Ja. Wie viel steckt eigentlich in mir drin? Wie viel Italien oder Türkei? Kann man sehen, wie langweilig wir eigentlich sind, ne? Wir sind richtig langweilig. Wir wussten so grob, wo wir herkommen, das stimmt auch noch. Weil ich ja sagen muss, das habt ihr dann im ersten Video als Untertitel auch gesehen, die Sachen, die ich ja so rausgehauen habe, so aus der Erinnerung, ich bin mir noch nicht mal mehr so sicher, wie weit das gestimmt hat. Oder weil auch das alte falsche Erinnerungen waren, die das mit Richtung Holland. Ich habe so eine Erinnerung, wo mir das einer sagt aus der Familie. Beziehungsweise wo meine Mutter mir das sagt. Aber ich habe es natürlich auch nicht nachgefragt, hätte ich mal machen sollen. Ja. Ah, wir sind Schweden. 1%. Deswegen esse ich so gerne Zimtschnecken. Abonniert den Kanal und lasst einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Oder zwei.